Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Shadowbringer. Und ja, was soll ich sagen, Illidibus will uns, glaube ich, so langsam an den Kragen. Nun wird's Zeit für die Schlacht um Northrend, eine der nächsten Innis. Und ich würde sagen, wir legen los. Also, auf geht's. Ah! Was? Das gibt eine Bruchlandung. Ja, wir schmieren eindeutig ab. Northrend, die Schlacht um Northrend. Thank you.
Das sollte es erstmal gewesen sein. Irgendwann muss ja mal Schluss sein. Aber wir sollten wachsam bleiben. Ouranger, sag, wer waren diese Angreifer? Sie erhoben sich, um die Welt zu retten. Es sind die Helden anderer Splitterwelten. Sie erschienen, kaum dass der Sternenregen niederging, also genau zu dem Zeitpunkt, als ganz Norvrand mit einer Kehle rief: Wir müssen diese Welt retten. Dieser Wunsch, der in allen Ecken des Kontinents ausgerufen wurde, verleiht ihm mehr und mehr Stärke, genau wie er es plante. Elidibus, natürlich steckt er dahinter. Aber wenn es wirklich der Beschwörungszauber des Kristallixzeichen war, dann schwebt er vielleicht in großer Gefahr. Dann sollten wir unsere Reise nach Crystarium fortsetzen. Zum Glück ist es ja nur noch ein Katzensprung. Halt! Verstärkung. Na klasse. Wenn der Feind in der Überzahl ist, soll man sich nicht in die Enge treiben lassen, richtig, Tancred? So ist es. Dann bleibt uns nur eine Richtung. Vorwärts. Die Zeit drängt. Du solltest nach Crystarium vorauseilen. Wir räumen dir den Weg frei. Wie immer der Draufgänger. Aber vergiss nicht die ätheraffinen Magier unter uns, Revolverheld. Der Äther verrät mir nämlich, dass bald wieder jede Menge Ärger eintrifft. Da sollte doch der eine oder andere Zerstörungszauber ganz gelegen kommen, hm? Die Karten sind gelegt. Das Spiel kann beginnen. Die soll nur kommen! Ich habe eine schmerzvolle Überraschung für sie parat. Alfino, halt mir den Rücken frei! Jetzt fliegen die Fetzen! Na klasse, das gibt wohl wieder Arbeit. Pass du bloß auf dich auf, ja? Was sagst du? Also los, macht den Weg frei. Verausgabt euch mit eurem Zaubern nicht zu sehr. Nein, ich kann euch hier nicht alleine lassen. Ja, komm. Also los, macht den Weg frei. Die werden was erleben. Also dann, los geht's. Kurz zuvor im Okular. So, das wäre geschafft. Sehr gut, sehr gut. Zeig ihn mir. Ja, sie ist da drin, deine Erinnerung. Der Wesenskristall ist nun vollkommen fertig. Die anderen fünf sind nun ebenfalls bereit, Erinnerungen aufzunehmen. Endlich! Die anderen müssen es so schnell wie möglich erfahren.
Ich schicke ein hilfreiches Helferlein um. Elidibus. Als ich den letzten Kampf des Emet Selch sah, kam mir ein interessanter Gedanke. Mit deinem Zauber, der über die Dimensionen reicht, kann ich die Helden der verbleibenden Welten herbeirufen. Ich werde sie mir alle einverleiben. Der Wille einer Welt reicht nicht aus, doch wenn man mehrere bündelt, so könnte man die Kriegerin der Dunkelheit besiegen. Du beherrschst diese Magie nicht. Das wird dir niemals gelingen, Ashien. Ich muss sie ja nicht vollständig rufen. Ihre Seelen reichen mir. Ein unvollständiger Transport wie bei diesen Exegeten wird meinen Zwecken vollkommen genügen. Seelen, getrieben von dem Willen, das Böse zu bezwingen. Man bräuchte sie nur für einen Augenblick in den Äther dieser Welt zu brennen. Dann könnte ich ihnen ihre Aufgabe einflüstern und sie für mich gewinnen. So wie ich es seit 100.000 Jahren tue. Hier entlang, meine mutigen Retter. Vernichtet die Schergen der Dunkelheit. Und du glaubst, dass ich dir dabei helfe? Oh nein. Du musst einfach nur sterben. Greif an, Lukas! Schnell, flieh! Du? Hier? Wir wurden von Elidibus überrascht. Keine Chance gegen ihn. Wir konnten gerade so eine Barriere errichten und uns mit einem Transportzauber retten. Aber das Gefäß, die Erinnerungen, hat jetzt er. Es tut mir leid. Es tut mir so leidlich leid. Du weißt, was das bedeutet. Mit meinem Blut und meinen Erinnerungen gebietet Elidibus nun über den Turm. Er ruft die Helden anderer Welten herbei, um dich in die Knie zu zwingen. Ha, das soll er mal versuchen. Der Turm wehrt sich,
Ich höre seine klagenden Rufe. Und hier, sieh, was es mit mir macht. Was sagst du? Überlass das mir. Ich bitte dich. Du musst am Leben bleiben, hörst du? Ah, wenn es nur so einfach wäre. Träume, Hoffnungen und der Mut, füreinander einzustehen. Elidibus will all das für seine üblen Zwecke missbrauchen. Ich muss ihn aufhalten. Ich bin der Kristallexarch. Diese Welt und ihre Bewohner, sie stehen unter meinem Schutz. Bring mich zum Turm. Bitte. Es muss sein. Na gut. Ich danke dir. Ich kann kaum mehr meine Pfoten heben. Lasst mich einfach hier liegen. Sollen die Gremlins sich einen schmackhaften Schmaus aus mir machen? Mitnichten wird der Begluck. Wir holen sofort Hilfe. Sei stark und warte auf uns. Wir werden Elidibus im Turm stellen und er wird merken, dass er sich den falschen Ort in Norvrand ausgesucht hat, um sein finsteres Werk zu vollenden. Ich sagte doch, dass ich unsere Trümpfe nicht zu früh ausspielen möchte. Die höchste Karte behalte ich für das Finale. Also los, auf zum Turm! Ei, ei. Lass uns auf dem Weg in die Stadt kurz am Tor der Getreuen mit der Stadtwache sprechen. Sie sollen Back Look unter die Arme greifen. Elidibus ist unwahrscheinlich stark geworden, Asna. Alleine hätte ich keine Chance gehabt zu entkommen. Wir hatten gerade die Übertragungsmethode für die Wesenskristalle perfektioniert und feierten unseren lang ersehnten Erfolg. Als der Dämon uns im Turm überfiel, Back Look konnte sie zum Glück alle retten. Bis auf meinen eigenen. Den hat Elidibus durch einen unglücklichen Zufall in die Finger gekriegt. Tja, Pech. Was würde ich nur ohne meine Freunde tun? Ohne sie wäre ich niemals so weit gekommen. Ich schulde es ihnen, dass ich die Sache hier zu Ende bringe. Können wir versuchen. So, dann auf zur Stadtwache. Also, ran mit Motorrad und abheben. Es ist so schön, fliegen zu können. Selbst wenn es ein fliegendes Motorrad ist. Ah. Und langsam schaut es aus, als würde die Welt zugrunde gehen, hm? Yo, Stadtwache! Die Kriegerin der Dunkelheit und der Kristallexarch höchstpersönlich. Was verschafft uns die Ehre?
Und ich war ja so erleichtert, als ich dich endlich gefunden hatte. Wir lagen uns in den Armen und ich weiß offen gestanden nicht, wer von uns beiden mehr Tränen vor Erleichterung vergossen hat. Oder den eigenwilligen Kuchen, den ich für deinen 10. Namenstag gebacken habe. Es war wirklich ein unansehnliches Stück Gebäck, das ich da fabriziert habe. Was haben die guten Leute in der Küche über das Chaos geflucht? Aber danach haben sie ihn liebevoll mit Kerzen dekoriert und deine Augen haben vor Glück gestrahlt, als wir ihn aßen. Oder an die Zeit, als du noch ein junger Rekrut in der Stadtwache warst. Ich erinnere mich noch genau daran, wie unzufrieden du mit dir warst, weil du dich im Kampf gegen die Sündenverdilger noch nicht auszeichnen konntest. Du hast dich stattdessen jeden Tag verbissen in dein Training gestürzt und ich sah voller Mitgefühl deine bitteren Tränen. All die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, die Erinnerungen, die wir teilen, die Gefühle, die uns verbinden, sind heute nicht weniger echt als damals. Und nichts auf der Welt kann uns das nehmen. Nichts wird je etwas daran ändern, was wir füreinander empfinden. Wenn ich dir Sorgen bereitet habe, dann tut es mir aufrichtig leid, meine Liebe. Auch möchte ich dir danken. Selbst in den dunkelsten Stunden warst du immer tapfer, ein Kind des Kristallturms, eine geborene Anführerin, zu der die Stadt aufschaut. Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich Teil deines Lebens sein durfte. Warum sagst du sowas, du Dummkopf? Als würden wir uns nie wiedersehen. Du hast wirklich ein Talent dafür, anderen Angst einzujagen. Ihr, du, bist derjenige, der uns allen immer ein Vorbild war. Du hast die Stadt ja ganz Nofran durch unzählige Gefahren gelotst. Und auch jetzt wirst du uns zweifelsohne wieder den richtigen Pfad weisen. Also, es ist mir eine Ehre, heute und auch in Zukunft, komme was wolle. Aber heute kommt das Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao!